Willkommen zurück. Nachdem wir das unbestimmte Integral eingeführt haben und wissen jetzt, wie man dieses berechnet, wollen wir uns jetzt bestimmten Integralen zuwenden. Und zwar geht es darum, um Flächen zu berechnen und der Graphen. Was hat es damit auf sich? Folgendes Beispiel. Ich habe hier einen Graphen und ich habe hier Zeit in Stunden, sagen wir mal, H-Hours. Und hier habe ich Geschwindigkeit. Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde, also wie wir es gewohnt sind. Hier fährt ein Auto 80 Kilometer pro Stunde und fährt dies konstant bis es hier für 2 Stunden. Ja. Und jetzt fragen wir uns, wie viele Kilometer hat das Auto zurückgelegt? Wir sind 80 Kilometer pro Stunde gefahren. Wir haben 2 Stunden im Auto gesessen, kürzlich raus. Also habe ich 160 Kilometer gefahren. Ja? Und 160 ist auch diese Fläche hier. Ja, die Fläche, die eingeschlossen wird zwischen dem Graphen der Funktion und der x-Achse zwischen 0 und 2. Ja? Und diese Beziehung wollen wir jetzt konkret machen. Das ist ja ein bisschen komisch und während das jetzt für diesen konstanten Geschwindigkeitsfall völlig klar ist, und hier sehen wir auch, dass Distanz abgeleitet Geschwindigkeit ist, wissen wir vielleicht schon, aber es ist ja jetzt unklar, wenn ich jetzt hier so gefahren wäre, ich hätte bei 60 angefangen, wäre mal so hoch und so und so und so, ja. Und hätte dann vielleicht hier angehalten, was ist denn jetzt die Distanz? Und da ist es intuitiv gar nicht so klar, dass das die Fläche unter der Kurve ist. Aber wir werden sehen, es stimmt auch da. Gut, ja. Wir gucken eine nicht negative stetige Funktion zunächst an. Was wir berechnen wollen, ist die Fläche unter der Kurve zwischen a und b, also das Intervall a und b. Also ich habe eine stetige positive Funktion auf dem Intervall A, B. Gut, wir wollen wissen, was A ist. Dazu unterteilen wir mal die Flächen ein bisschen. Ja? Wir gucken uns AT an. Hat jetzt nichts mit Zeit zu tun, ist aber bitte die Variable T. T ist irgendwo zwischen A und B. Und jetzt kann ich ja fragen, was ist die Fläche zwischen A und T unter der Kurve? Und das ist jetzt das, was rot eingezeichnet ist. Na? Warum? Das werden wir gleich sehen. Das Erste, was wir sehen, ist hoffentlich, die Fläche nimmt mit t zu. Ja, wenn ich mich von a nach b bewege, wird die Fläche immer größer. Das ist jetzt nicht so schwierig. Jetzt definieren wir zwei neue Flächen. A, t plus Delta t, also t und ein bisschen. Und die Differenz zwischen AT und AT plus Delta T. Das sind jetzt viele Deltas, viele Ts, deshalb schreiben wir das nochmal hier. Wir sehen hier, AT, mache ich jetzt mal blau, wenn ich blau finde, da. AT ist die Fläche, diese Fläche. Ja. AT. T plus Delta T ist diese Fläche. Ja, also hier, das ist dieses. Das blaue ist AT. Und dann sehen wir, dass das rote nachher, ja, oder das rötliche, ich weiß nicht, ob ich sowas, doch habe ich hier. Das Delta T ist dann die Differenz. Grün minus blau gibt uns hier dieses Gerät. Ja? Okay. Warum wir das machen, wird gleich hoffentlich
hoffentlich ersichtlich. Jetzt gucken wir uns diese Fläche mal an. Ja? Diese Fläche kann maximal wie groß werden und minimal wie groß werden. Maximal ist diese Fläche, oder sagen wir mal, die Fläche ist zwischen diesem Rechteck, ja, und das Rechteck hat die Seitenlängen Delta T, ja, das hier ist ja Delta T, weil T plus Delta T minus T ist Delta T. Und auf der anderen Seite hat sie mal F T plus Delta T. Also das ist auf jeden Fall so ein oberes, ist auf jeden Fall größer als die Fläche. Kleiner als die Fläche, jene hier. Ich mag das jetzt mal so ein bisschen drin, weil das ja, ich will ja nicht drüber malen. Und diese Fläche ist Delta T mal F von T. Ja? Und irgendwo dazwischen ist diese Fläche Delta A. Ja? Delta A ist das Schattierte, und dann haben wir das blaue Rechteck, ist definitiv größer, das rote Rechteck ist kleiner. Und das können wir hinschreiben. Ja? Ich schreibe das jetzt mal hin. Holen wir noch eine Seite und schreibe hier hin, f von t ist kleiner als, wir haben geschrieben, Delta T ist, schreib mal Delta A erstmal hin, Delta A T, kleiner, da kommt noch ein Delta T hin, Delta T mal F von T plus Delta T. Jetzt können wir die Mitte noch ein bisschen anders, die Mitte noch ein bisschen anders schreiben. Machen wir gleich. So, die Mitte ist ja AT plus Delta T minus AT gleich. Eieiei. Viel zu schreiben, aber manchmal viel hilft viel. Jetzt können wir noch durch Delta T teilen. Dann haben wir hier F von T. Delta T ist ja positiv, können wir durch teilen. Hier habe ich A T plus Delta T minus A T durch Delta T gleich F von T plus Delta T. So. Jetzt machen wir nur noch eins. Aber wir sollten jetzt schon mal sehen, was ist denn da in der Mitte? In der Mitte, das sieht ganz schön aus wie ein Differenzenquotient. Ja? Wir haben ja normal immer der Differenzenquotient, ich schreibe mal hin, der war f von x plus, also x0 plus Delta x minus f von x0 durch Delta x. Ja? Also wenn ich jetzt x mit t austausche, dann nehme ich irgendeinen t, einen Start t und End t, dann sieht das genauso aus. Ja? Und da sehen wir auch die Verwandtschaft schon, die wir dann erzeugen werden. Jetzt nehmen wir einfach mal von dem ganzen Ausdruck den Grenzwert. Wir fragen uns jetzt, was passiert, wenn Delta t gegen 0 geht. Also haben wir hier Limes Delta T gegen 0 von F von T. Da kommt kein F von T ist F von T, ja, kommt nichts drin vor. Dann haben wir hier in der Mitte AT plus Delta T minus AT und dann auch den Limes davon, Entschuldigung. Limes Delta T gegen 0 davon. Und hier haben wir nochmal Limes Delta T gegen 0 F von T plus Delta T. So, jetzt haben wir die meiste Arbeit gemacht. Ganz links, was ist der Grenzwert? F von T ist eine Konstante. Der Grenzwert einer Konstante, haben wir gelernt, ist einfach die Konstante. Und dann haben wir auf der rechten Seite,
Jetzt kommt so eine Verstehensfrage, wo Sie sagen, oh, das ist ja doch toll, was wir gelernt haben, ganz am Anfang der Vorlesung, weil jetzt arbeiten wir wirklich damit und wir sehen, dass was wir jetzt machen, nicht allgemeingültig ist, sondern wir brauchen Stetigkeit. Dieser Grenzwert, ja, normalerweise wissen wir nicht, was dieser Grenzwert ist. Aber da F eine stetige Funktion ist, wissen wir, dass dieser Grenzwert gleich dem Funktionswert ist. Ha. Und der Funktionswert ist f von t. So. Jetzt haben wir hier noch einen kleinen Fehler gemacht. Den bessere ich jetzt mal aus. Ich brauche jetzt nicht das ganze Video nochmal neu. Hier ist kleiner gleich. Kann natürlich auch gleich sein. Und jetzt sehen wir, dass in der Mitte nur noch eins übrig bleibt. Ja? Also was in der Mitte ist, muss größer gleich f von t und kleiner gleich f von t sein. Und also haben wir das auch f von t. Also sehen wir, dass dieser Grenzwert hier ja, gleich f von t ist. Aber der rechte Grenzwert, den wir da gerade sehen, was ist denn das? Das ist die Ableitung, das ist a' von t. Und hier sehen wir nun, dass die Ableitung dieser Flächenfunktion gleich f von t ist. Das heißt also, die gesuchte Fläche ist ein unbestimmtes Integral der Originalfunktion. Na, weil ich will ja a haben, nicht a', muss ich hier also integrieren. Und das ist dieser Zusammenhang zwischen dem Integral und dem Flächeninhalt unter der Kurve. Das können wir hier auch nochmal, das habe ich auch immer schön aufgeschrieben, aber ich will es immer einmal durchgehen. Also, wir wissen auf der rechten Seite hier, f von t ist der Grenzwert. Warum? Weil es eine stetige Funktion ist. Also sehen wir hier, dass a, dieser Grenzwert existiert. Also ist a, die Groß-A-Funktion, differenzierbar. Ja, der Grenzwert ist f von t und wir sehen hier, dass die Ableitung gleich f von t ist. Also der gesuchte Flächeninhalt ist ein unbestimmtes Integral davon. Ja, ich muss also dann, wenn ich hier f von t ist at plus c. Und das ist dieser Zusammenhang zwischen dem Flächeninhalt unterhalb einer Funktion und dem Integral der Funktion. Das ist das bestimmte Integral, weil wir uns bestimmte Punkte angucken. Wir sagen ja die Flächeninhalt zwischen a und b. Ja? Haben wir gerade gesagt, das bestimmte Integral ist dann a ist gleich f von t, also die Stammfunktion von f, von klein f plus c. Jetzt müssen wir nur noch uns eingestehen, dass a von a natürlich 0 ist, weil dann die Fläche 0 ist. Jetzt können wir a vom rechten Rand und linken Hand bilden und kriegen dann fürs erste f von a ist 0. Ja, also das Ganze ist 0, weil ja keine Fläche da ist. Wir kriegen also c gleich minus f von a. Für b setzen wir auch oben ein, kriegen wir f von b minus, plus c. Jetzt setzen wir hier für c ein und wir kriegen diese allgemeingültige Formel. Der Flächeninhalt bis zum Punkt b ist die Stammfunktion ohne c, das kürzt sich raus, ja. Ohne b, f von b minus f von a. Puh.
Da müssen Sie wahrscheinlich nochmal durchgehen. Das ist jetzt nicht so einfach. Ja, wir machen mal ein Beispiel. Und zwar wollen wir die Fläche unter der Kurve x Quadrat. Ja, das sieht ja dann so aus. Von 0 und 1 haben Sie hier 1. 1 Quadrat ist 1. Wir wollen also diese Fläche hier haben. Ja. Und das sagt uns jetzt, dass wir dafür das Integral, das unbestimmte Integral, also ich habe f von x Quadrat dx, haben wir vorhin schon gesagt, ist ein Drittel x hoch 3 plus c. Ja. Und das ist ja unser f hier. Und jetzt müssen wir einfach ein Drittel x hoch 3, dann haben wir die obere mal 1 hoch 3 minus ein Drittel 0 hoch 3. Ja, das ist dann dieses Gebilde. Ja. Ich kann auch sagen, das ist das evaluiert am oberen Rand, also 1 minus das evaluiert am unteren Rand, weil das c kürzt sich ja dann raus. Und dann haben wir hier 0, das ist also 0, ein Drittel, da habe ich ein Drittel. Diese Fläche, die rote Fläche ist also ein Drittel. Das haben wir hier auch nochmal in schön. Jetzt definieren wir das mal ein bisschen allgemeingültiger und führen auch wieder ein bisschen Nomenklatur ein. Ja? Also wir haben hier die Funktion f von x auf dem Intervall. Ja, die Ableitung ist klein f von x. Und wir gucken im Intervall, dann diese Differenz heißt das bestimmte Integral. Wir schreiben das genauso wie das unbestimmte, nur wir machen hier oben und unten Integrationsgrenzen. Ja? Aus dem unbestimmten Integral wird dann ein bestimmtes, weil diese c's kürzen sich raus. Also wir können jetzt das exakt bestimmen. Die Nomenklatur ist nicht immer einheitlich. Ich mache meistens das hier, dass ich einfach meine Stammfunktion da rein tue und evaluiere sie oben minus unten. Ja? Und dann können wir Flächen berechnen. Wir machen jetzt kurz ein Beispiel nochmal, also ein Beispiel, was wir auch hier rechnen. Ja. Hier haben wir das Integral von 2 bis 5 der Funktion e hoch 2x. Ja. Also, erstmal, was ist hier die Stammfunktion? Die Stammfunktion ist 1 halb e hoch 2x. Na, können wir immer ausprobieren. Wenn ich das ableite, ist es e hoch 2x mal 2 und dann ist mal halb, dann kriege ich e hoch 2x und ich evaluiere das von 2 bis 5. Das heißt, ich nehme oben den Wert zuerst, e hoch 2, 2 mal 5 minus 1 halb i hoch 2 mal 2. Da habe ich also, ich schreibe es mal hierher, 1 halb e hoch 10 minus e hoch 4. Meinetwegen kann ich jetzt auch noch, ich glaube, das habe ich dann auf den Folien gemacht, nochmal e hoch 4 ausklammern, habe dann hier e hoch 6 minus 1. Okay, und das ist das, was hier gerechnet wird. Gut. Bestimmte Integrale haben auch Eigenschaften, also erstmal die gleichen wie unbestimmte, aber hier sehen wir auch, wenn ich jetzt die Integrationsgrenzen vertausche, dann habe ich ein Minus, das sollte auch einigermaßen einsichtlich sein. Wenn ich nur von a bis a integriere, habe ich natürlich keinen Flächeninhalt. Ja. Das spielt nachher eine Rolle, wenn Sie zum Beispiel Wahrscheinlichkeitsrechnungen machen, dass die Wahrscheinlichkeit von einem Punkt 0 ist, weil sie da auch die Verteilungsfunktion nur an einem Punkt integrieren wollen. Das führt dann so zu lustigen Sagen, dass ja jeder Punkt hat Wahrscheinlichkeit 0, aber alle zusammen haben Wahrscheinlichkeit 1. Nicht schlecht, ne?
Und hier haben wir jetzt hier auch die Konstante, können wir davor schreiben und wir können die auch nochmal, das ist ganz schön hier, von A, B, wir suchen uns einen Punkt zwischen A und B, dann kann ich auch das zwischen erst A und C integrieren und dann zwischen C und B integrieren. Ja. Also man müsste hier eigentlich noch dabei schreiben, dass A kleiner c, kleiner b ist. Okay. Jetzt müssen wir noch eine Hürde müssen wir noch nehmen. Also sind wir nun auch in der Lage, wir haben bis jetzt nur diesen Flächeninhalt berechnet für Funktionen, die oberhalb der x-Achse die ganze Zeit sind, also die positiv sind. Wenn das nicht so ist, dann müssen wir noch ein bisschen was machen. Also, wenn ich das hier rechne, bekomme ich die Stammfunktion. Das ist einfach x² minus ein Viertel x hoch 4 minus ein Sechstel x hoch 6. Und ich evaluiere das von minus 1 bis 1. Jetzt mache ich mal hier die Farbe weg und wir sehen, dass ich jetzt einsetze. Also ich setze erstmal 1 ein, dann habe ich hier 1 Quadrat ist 1 minus x, 1 hoch 4 ist natürlich auch 1, habe ich also minus ein Viertel minus ein Sechstel. Und wenn ich dann minus 1 einsetze, kriege ich hier 1, dann kriege ich minus 1, kriege ich trotzdem hier eine 1, habe ich minus ein Viertel und also das gleicht sich und wenn ich dann hier minus mache, kriege ich 0. Ist das wirklich die Fläche unterhalb der Funktion, also die Funktion mit der x-Achse einschließt? Nein. Weil wir haben ja hier eine Fläche, ja, und hier eine Fläche. Da können wir nicht 0 rauskriegen. Warum kriegen wir 0 raus? Weil es eine symmetrische Funktion ist, die ist symmetrisch zum Ursprung und weil unsere Rechenmethode, hier ist das Integral ist kleiner 0 und hier ist das Integral größer 0 und dann cancelt sich das. Also das müssen wir jetzt noch mal beheben. Ja, und wir machen das, indem wir diese Punkte finden hier. Und dann können wir A, wenn wir jetzt diesen Punkt A nennen, den B und C, dann haben wir wieder unsere Teilung von diesen. Wir haben ja A, B ist gleich AC f von x dx plus CB f von x dx, das haben wir bei den Eigenschaften gesagt, das können wir machen. Ja, dann wäre das also hier einmal das Intervall von minus 1 bis 0, wäre das eine und das andere von 0 bis 1. Und dann sehen wir, dass das erste unterhalb ist und dann müssen wir das mit minus 1 multiplizieren. Ja, da waren wir hier von einem minus 1 davor. Ja. Oder was wir auch machen können, das ist äquivalent. Wir können hier den Betrag dieses Intervalls nehmen. Wir können einen Betrag von allen Intervallen nehmen. Ja. Wenn wir es jetzt nicht alles rausfinden wollen. Hier machen wir jetzt, wir suchen also die Nullstellen dieser Funktion und dann multiplizieren wir das mit minus 1. Was sind die Nullstellen der Funktion? Wir haben 2x, 2x minus x hoch 3 minus x hoch 5. Davon wollen wir die Nullstellen haben. Wir klammern x aus, haben also x, 2 minus x Quadrat minus x hoch 4 gleich 0. Wir haben also die erste Nullstelle, haben wir schon gefunden, ja, weil hier haben wir hier. Jetzt müssen wir noch innen drin, also ein Produkt ist immer nur 0, wenn mindestens eins der beiden Teile 0 ist. Jetzt müssen wir das innen drin 0 setzen. Wir können die PQ-Formel nicht gleich anwenden. Wir können aber sagen, dass x² gleich z ist. Und dann haben wir da nämlich stehen, wenn wir nochmal mit minus 1 multiplizieren, haben wir stehen z² plus x minus 2 gleich 0. Und
Hier wenden wir jetzt die PQ-Formel an. Wir haben also minus 1/2 plus minus 1/2, also 1/2 zum Quadrat plus 2. Innen drin gibt das 2,25, also 1,5 ist die Wurzel. Sie haben 1 plus minus 3/2. Das heißt, Z1 ist gleich minus 2 und Z2 ist gleich 1. Jetzt wissen wir, dass ja x² gleich z ist. Ja. Das führt also hier zu x1, 2 gleich plus, also plus minus 1. Und das sind diese Nullstellen. Und das andere führt zu nichts in den reellen Zahlen, weil x² gleich minus 2 in reellen Zahlen nicht lösbar ist. Also wir hätten noch ein paar komplexe Nullstellen. Das liegt daran, dass hier ein Polynom fünften Grades ist und das hat immer fünf Nullstellen, also zur Not im Komplexen. Wir haben die Nullstellen und wir können aber einen Wert nehmen. Ja, wir sehen, dass der erste Teil, haben wir schon gesehen, ist halt ein kleiner Null und deshalb schleppen wir hier einfach dieses minus 1 mit rein. Ja, das schleppen wir durch. Und dann haben wir ähnliche Werte wie vorher, aber statt dass die sich aufheben, multipliziere ich dann mit 2 und kriege 7 Sechstel für diese Fläche raus. Und dann stimmt's. Ja, also wir müssen entweder rauskriegen, wo die Negativen sind und mit minus 1 multiplizieren, oder ich nehme einfach den Betrag von allen. Das kann man halten wie ein Dachdecker. Gut, und das war's. Das restliche Beispiel machen wir in der Vorlesung.